Es ist Mittwoch, der 12. November. Ich begrüße euch herzlich zu diesem neuen Tag. Ich lese aus 3. Mose 19, Vers 15. Du sollst den Geringen nicht vorziehen, aber auch den Grossen nicht begünstigen. Und das Gleiche hat auch Paulus später gesagt, im 1. Timotheus 5, 21 lesen wir: Ich ermahne dich inständig vor Gott und Christus Jesus, dass du niemanden begünstigst. Das Fenster, das wir hier sehen, reden, gehört zum Pfarrhaus Wattenwil. Es ist im Moment gerade im Umbau begriffen. Ich selber habe hier auch 15 Jahre drin gelebt und gewohnt. Es ist ein wunderbares Haus. Aber früher, im Jahr 1400, was ist gegründet worden und darüber aus, ist es der Gutsverwaltungshof vom Schloss Burgistein gewesen. Das heisst, hier hat man den Armen ihre Zinsen abgenommen. Hier sind auch die Grossen, die Mächtigen begünstigt worden, während man auf den Armen sicher umgeritten ist. Die waren am kürzeren Hebel. Das Haus hat nicht so eine schöne Geschichte. Dann, seit 200 Jahren war es ein Pfarrhaus und da hat die Bevölkerung ja auch immer gesagt, ja, die Pfarrer können gratis in diesen Häusern wohnen. Es stimmt natürlich nicht ganz. Aber da, auch dort gibt es ein Stück weit Begünstigung, die wir in unserem Berufsstand haben erlebt. Begünstigung ist eine der grossen Versuchungen. In der Politik ist das so, in der Wirtschaft. Die rechts begünstigen, die links begünstigen, die Reichen begünstigen, die Armen begünstigen. Beides kann Vorteile haben, beides kann die eigene Position stärken. Und wir merken bei allen Wahlkämpfen, bei allen schliesslichen Wahlen, die hier stattfinden, immer wieder geht es ein Stück weit um so eine Art eine Begünstigung. Und der Paulus hat gesagt, sogar in den christlichen Gemeinden ist das eine grosse Gefahr. Und er hat seinen Schüler, der Timotheus, seinen Nachfolger nahezu beschworen, und sogar im Namen von Gott, dem Vater und von Jesus Christus, auf solche Tricks nicht hineinzufallen und sich keine Vorteile zu verschaffen durch Begünstigung. Also eine massive Versuchung, die um jeden Hausecke herum lauert. Begünstigung hat es geschaffen, dass man hier mit unglaublichem Aufwand die einzige Barockstube, die der Kanton Bern in einem Pfarrhaus noch besitzt, konnte bemalen. Das ist der Preis, den die Armen bezahlt haben, zugunsten der Reichen. Das war das Ende des Mittelalters. In dieser Zeit hinein fällt noch der Bau von diesem Haus. Und man genießt auf der einen Seite und man hat genau auf der anderen Seite auch so einen Nachgeschmack. Ich muss sagen, das hat zu tun mit dem heutigen Bibelwort, wo wir darüber nachdenken. Vis-à-vis vom Pfarrhaus zu Wattenwil befindet sich der ärmlichste Haushalt, den wir in unserer Gemeinde haben, oder einer der ärmlichsten. Zwei ledige Bauern, die bereits pensioniert sind, leiten das Haus hier. Da haben sie ihre Küche und ihre ganz wenigen Einrichtungen, wo man staunen, dass das im 21. Jahrhundert noch möglich ist, so zu leben. Und ich muss sagen, ich kann auch nachvollziehen, dass in gewissen Demokratien oder in sozialistischen Staaten man dann plötzlich anfängt, parteiisch sein zugunsten der Armen. Auch das gibt es in einer übertriebenen Art und Weise, wenn nachher Länder eine Robin-Hood-Mentalität annehmen und Regierungen den Reichen wegnehmen, was die erworben haben, und so unter die Armen verteilen. Beides geht weder nach Mose noch nach Paulus. Beides ist nicht statthaft. Begünstigung, ein Weg für zu Macht, Ansehen und Reichtum zu kommen, sei es, dass man die Reichen begünstigt, politisch vielleicht mehr rechts, sei es, dass man die Armen begünstigt, politisch mehr links. Beides ist nicht der richtige Weg. Es gibt noch Dritte. Und das ist etwas ganz Schönes, was da hier in diesem alten Haushalt passiert ist. Da war Katz und Maus vor dem Futternapf und die haben miteinander aus dem gleichen Napf gefressen. Ohne lang etwas zu machen. Wie ist das möglich gewesen? Sie haben einfach beide genug zu essen gehabt. Ich glaube, Gott gibt in seiner Gemeinde auf allen Seiten um genug, sodass man nicht ein Katz-und-Maus-Spiel anfangen muss. Ich wünsche euch einen schönen Tag.